Willkommen zurück zu Super Mario Legends. Naja, zumindest der Zinken passt. Wir haben gerade angefangen in der dritten Welt und gehen jetzt hier zu den faulen Früchtchen. Oh, da sehe ich eine Bratwurst. Alles klar. Gib mir das. Sehr schön. Wow. Heute holen wir übrigens den fehlenden Kleinling nach. In 2-1. Im ersten Level der zweiten Welt, sagen wir es mal so. Oh ja, ich sag doch eine aufgeschnittene Paprika. Das sieht ein bisschen gurkenmäßig aus, auch wenn es keiner darstellen soll. Sieht ein little bit so aus. Ein bisschen Fantasiefrucht oder was. Oh, guck mal, da steckt eine Gabel. Benutze, um die Größe zu ändern. What the hell? Wir sind im Inneren einer Wassermelone. Um die Größe zu ändern. Naja, gibt es nur Größenänderungen zwischen... What the? Scheinbar... Sehr merkwürdig. Erinnert mich an Donald Duck im Maui Mallard, wo man ja auch groß und klein ändern konnte, variieren konnte. Um als Kleiner an bestimmte Orte zu gelangen. Auch in Sonic CD gab es sowas. Auf die Bratwurst. Da sehe ich eine Maus, eine Maus. Hier kommt die Maus, hier kommt die Maus. Ja, ich bin aber so klein. Das ist schon voll ärgerlich, Mann. So irgendwie, so kann man da hoch. Ja! Welch ein Unvermögen, aber wir haben es geschafft. Geht's da noch höher? Hm. Anscheinend nicht. What the? Ständiges Absinken. Ich weiß nicht, ob ich das für gut befinden soll. Aha. Ja, ich verstehe schon. Die Tröte, die kümmert sich drum. Nein, jetzt gib doch mal das Ding her. Ja, ja, ich verstehe schon. Aber größer werden wir nicht. Zumindest mit der Tröte nicht, ne. Boah. Sorry, volles Kratzen im Hals. Ja, muss ich da irgendwie... Da müssen wir mal gucken. So kommen wir auch rüber. Ich weiß jetzt nicht, was erforderlich wäre, was sinnvoll wäre. Naja, dann machen wir uns mal klein. Wuhu! Okay, wir können ja nur klein werden jetzt. Aber so an unseren Sprüngen ändert es nichts, ne? Ich habe sogar das Gefühl, dass wir, ja, weniger springen können. Geh mal, da will ich rein. Leider kein Kleinling, aber trotzdem mein... da ist auch was. Yeah. Na, der Käfig. Alter, wie brutal die Messer reingerammt wurden. Das ist für mich typisch Rayman. Das ist, war schon in Rayman 1 so ein bisschen der Humor. So. Oh! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Messer uns erledigen. Okay, nehme ich zur Kenntnis. Das Messer macht uns kalt. Jetzt komm doch mal her, du blöder... Oh, verdammt. Und ich renne gerade noch mal rein. Du Käfig, du! So. Schön, dass wir das mal geklärt haben. Das sieht auch so aus wie ein Magen oder so. Wie so Innereien. Pfui Deibel. Pfui Dübel. Nein! Das ist schon verzwickt. Aber warum tun denn die Messer einem weh? Ja gut, weil sie scharf sind, aber trotzdem. Finde ich jetzt nicht so. Hätte man nicht unbedingt. Wie auch im Hintergrund die Gabeln da rumschwirren. Seht ihr das? So die Messer nach unten. So. Jetzt aber ein bisschen konzentrieren und zusammenreißen. Damit wir hier vorwärts kommen. Aber der Level gefällt mir jetzt schon allein von der Aufmachung. Man kann eigentlich an jeder... Was soll das denn darstellen? Also so mit den Streifen kenne ich keine Frucht. Ach guck mal, der liebenswerte Wurm im Apfel. Raupe nimmersatt. Nee. Ja, da. Bums. Nein! Egal. Ich helfe dir schon. Auch wenn ich, ja, nicht mehr der Allergrößte bin. Warte mal, Nee, ich dachte, das wäre ein Käfig, dieses Gehirn. Wo sind wir denn hier schon wieder hingeraten? Sollte aufpassen, ne? Es geht runter. Gabel, Paprika. No way. Bratwurst.
Frage, ob wir hier unten was wollen. Genau. Hübsch, hübsch. Jetzt sind wir wieder groß. Oh, Fußball. Ja, das mit dem Fußball muss ich mir auch nochmal anschauen. Genauer. Vielleicht mit euch dann wohl auch. Da haben mich schon einige gefragt, ob ich mit ihm zocken soll. Ich muss mir das erstmal anschauen, Freunde der Nacht. Was mit diesem Rayman Fußball auf sich hat. Peace, ja. Schön, schön, schön. Wie viel haben wir denn? Gar nicht aufgepasst. Ja, die Hälfte. Die Hälfte haben wir. Ziemlich genau. Upsa. Come on. Jetzt bin ich nicht mehr klein und da geht's überall rein. Hm, verdammt. Geht's überall rein. Hm. Mal gucken, ob ich irgendwie zurück kann zu so einer Trompete. Nee, sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Hoffen wir mal, dass da nichts ist. Ansonsten werde ich als kleiner Rayman, sag ich einfach mal. Ach Gott, ey. Warum hängen an Würstchen Ketten dran? Das ist auch die Frage der Fragen. Ah, wenn was fehlt, da werden wir uns da nochmal umschauen, definitiv. Wenn wir nicht den Bonuslevel gehen. Geht zügiger nach unten, als man denkt. Ihr seht ja, dass wir kaum nach oben kommen, obwohl ich mich hier verreiße. Nicht im Sinne von Urlaub machen. Okay, hier sind wir ganz oben. Hier sind wir ganz oben. Da ist wieder so einer. Hm. Das ist jetzt natürlich super doof. Jetzt sind wir endlich oben. Aber ich schaue dann doch lieber nach. Lums. Nicht mehr, nicht weniger. Also zurück. Eigentlich war... Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da bin ich einfach reingefallen. Alles klar. Ja, warum steckt man eigentlich Messer in den Apfel rein? Nur mal so gefragt. Soll das Käse darstellen? Käse sind keine Früchte, glaube ich. Naja, egal. Was ich sagen wollte, was mir gerade eingefallen ist, ja, Äpfel sind ja cool. Äpfel esse ich gerne. Aber bin ja zu faul, eigentlich so Apfel auf klassische Art und Weise zu schneiden. Nee. In Scheibchen. Am Stück mag ich die nicht so gerne, ja. Aber ich habe so einen super geilen, ich weiß nicht, ob das irgendwie international bekannt ist, so ein Apfelschneid-Ding. Ja, also du musst quasi nur den Apfel seiner Wahl ja quasi hinstellen und das Ding drüber und einmal zack und dann ist es quasi in, ich glaube, 8 Scheiben geschnitten. Das ist voll cool, das Ding. Wer es nicht kennt, mach schon ein Real-Life-Video dazu. Ne, oha, oha. Ne, wie soll ich das anstellen? Da ist einer drin, aber der ist schon irre bewacht, ey. Die Messer verschieben sich, wie habe ich das anzustellen da? Hm. Ne. Doch, ah. Aber wie komme ich hier lebens wieder raus? Okay. War doch nicht so schwer. Ich zunächst dachte. Nein! Egal. So, wir müssen hier groß sein. Der Käse ist schon ein bisschen abgelaufen, ne? Abgelaufener Käse, du. Dumm-di-dumm-di-dei. Ich schau dich zu brei. Das ist mir einerlei. Schön. Ich genieße den Level richtig. Ich schaue mir hier alles an, wie so ein Amateur, der ich vielleicht auch bin, ne? Hau ab! Und trotzdem noch nach oben links. Münze? Ja, nee, wenn hier nichts mehr ist, dann lass gut sein, Burschi. Übersehen würde ich ungern etwas. Wie komme ich denn da hoch? Da komme ich irgendwie zurück. So. Erstmal hier rein. Ja, wie nur Lums. Naja, weil die Verstecke auch... Oh, hallo. Zu offensichtlich sind. Oh, ich will nicht wissen, wie viele ich davon schon verpasst habe. Obwohl, fehlt nur noch ein großer.
Und, was wollte ich nochmal machen eigentlich? Das war's, oder? Naja, das war das, was ich anschauen wollte. Oha! Das war der letzte. Reguläre. Ich glaube, den anderen müssen wir verpasst haben. Ein fettes, fettes Secret. Oder kommt noch was Interessantes? Nein! Die guten Würstchen! Was macht ihr? Und oh Gott. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Aber ich muss sagen, auch dieser Level zeigt nochmal die Innovation. Dahinter vielleicht? Nein. Es fehlt einer, den wir suchen werden. Ah, bei den Großen weiß man halt nie so genau, wo die sein könnten. Aber man muss vor dem anderen Großen sein, oder? Jupp, jupp, jupp. Wenn wir dann noch Zeit haben, dann werden wir auch heute noch die Glückslose mal einlösen. Mal gucken. Sechste Genialitätsstufe. Genau das wollte ich hören. Tja. Wo könnte ich was übersehen haben? Direkt am Anfang. Oh. Da unten? Ich hoffe mal nicht. Nee, da ist auch nichts. Bums, die Strafe. Und der Death. Tolle Wurst. Tolle Wurst! Ah, genau. Hoffentlich vergesse ich nicht, den Part so zu nennen. Tolle Wurst. Magst du? Nee, magst du Bratwurst? Besser. Hm, vielleicht sollte man als Kleiner jetzt zurückgehen, aber wohin? Ich habe irgendetwas noch nicht gecheckt gehabt. Nee, verdammt. Der Kleinling, den wir vermissen, muss ja irgendwie mit einem Special-Level zusammenhängen. Bonusraum. Eigentlich kann man die gar nicht so schwer übersehen. Ist die Ratte vielleicht ein Tipp? Okay, die Wände werde ich jetzt nicht zwingend absuchen, sag ich mal. Oh, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte die Wand absuchen. Ja, mei. Shit happens. Baba. Das macht mich fertig, sowas. Dass ich etwas nicht auf Anhieb finde, aber auch das kann passieren. Okay, pass auf. Da oben haben wir uns ja umgeschaut. Jetzt gehen wir mal hier lang. Immer Sachen. Ich guck mir die ganzen Wände und alles an. Alles in bester Ordnung. Ach, wie wär's denn damit? Das habe ich noch nicht gefunden gehabt. Aber dafür jetzt. Uiuiui. No way! Was mache ich hier? Überragend! Aber immerhin gefunden. Das ist für mich schon mal Gold wert. So, schau mal. Bams. Ah, so ein bisschen den Speed behalten. Oh mein Gott. Dann halt nicht. Froh sein, wenn wir es überhaupt schaffen. Aurok. Alter. Ruckzuck werden zu Rayman-Gulasch verarbeitet. In Klempnerhosen. Da ist der Fehlende. Ich fühle mich sehr geehrt. Das gibt Heckenschmatzer. Gut, dann werden wir mal zusehen. Ups, das war. Versuchen durch den Level durchzurushen, ohne irgendwelche Secret zu suchen. Macht ja auch Spaß. Hat was für sich. Egal ob dieses Spiel oder ein Mario oder sonst was. Secret suchen ist das eine. Level durchrasen und genießen ist das andere. Wenn man es überhaupt kann.
Das eben hat nämlich gezeigt, ich bin ein N-O-O-B. Zack. Magst du Bratwurst? Ach ja. Okay. Oh. Okay. Da bin ich ja so reingefallen, ne? Nicht auf diesen hohen Bogen wie jetzt. Uiuiui. Ja, das da oben haben wir ja schon. Alles in bester Butter. Vielleicht soll es nur Butter darstellen, kein Käse. Könnte fast schon eher sein. Weil Käse hat ja eigentlich... Oh mein Gott, manche, viele Schweizer haben ja Löcher an für sich. Das, wenn man irgendwie Käse einbauen würde, dann... Rayman dann wahrscheinlich auch mit Löchern, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber... Ach, jetzt verstehe ich den Unterschied. Ach, wir können über... Ah, klar, sicher. Der Große hangelt sich da dran und der Kleine kann über die Ketten weglaufen. Das sieht eher nach Butter oder Margarine aus hier. No way. Ich find's aber lustig. Und... Oh, diese fiese Möb. Danke, danke. Party. Burns. Naja, ich habe ja nicht wirklich was eingesammelt. Wollte nur den Kerl haben. So, jetzt höchste Zeit, den Fehlenden nachzuholen in 2-1. Verdammt, Axt. Da habt ihr mir es natürlich in die Kommis geschrieben. Da, wo ich hin wollte, musste man gar nicht hin. Der war das, ne? Da fehlt ein Großer. Ich hoffe, dass ich die Stelle erkenne. Und dass es auch wirklich da ist. Ja, auch hier suche ich jetzt nicht, bemühe ich mich jetzt nicht stundenlang um die Lumps. Das mache ich irgendwann bei Zeit offscreen. Aber die Rayman-Dosis ist momentan so hoch, dass ich nicht dazu komme. Sag ich mal so ganz ehrlich. Kommt alles noch. Aber wir haben hier entspannte Musik. Einen schönen Soundtrack. Ich muss mal sehen, dass ich die Stelle erkenne. Muss ich eigentlich. Ich wollte ja immer... Hier muss sein. Da wollte ich hoch. Wäre es natürlich top gewesen, wenn ich da hochkomme. Aber ihr habt mir gesagt, das Ganze wäre hier. Und ich bin so ein Tricksnoob. Wie konnte man den denn nicht finden? Guter Schuss. Ist gleich mal verpflichtet, Rayman. Ray Templar. Der hat bislang gefehlt? Ernsthaft jetzt? Weil das kommt mir voll bekannt vor, mit dem Fußball so zu schießen. Das war der Fehlende. Rennen wir also kurz noch schnell ans Ende. Die Ranken, um die sich viele Gerüchte ranken. Halt die Klappe. Was machen die hier eigentlich auf Stelzen rum? Ich frage hier nur. Die sind schon lustig. Das sind ja, die gehören zu der zweiten Welt. Ne? Das sind die Toads quasi, die Kröten. Auch wenn sie nicht wirklich so aussehen. Die sehen für mich einfach nur aus wie... I don't know. Kleine, runde Kopfkissen, die schreien können. Also, wenn man echt nicht sucht, kann man durch die Level voll schnell durch. Deswegen ist das Spiel meines Erachtens auch für... Kids geeignet. Kids, voll der Modegriff. Auch nicht mal Bronze, ey. Das müssen wir auch erstmal hinkriegen. Aber wenn kleine Kiddies halt nicht die 100% suchen und können sie es trotzdem schaffen, das hat schon. Hat schon Stil dann, ne? Ja, der Part heute ist ein bisschen krumm. Ihr merkt das. Also erstmal hier einen schönen, langen, wunderbaren Level. Die faulen Früchtchen. Und Estelia zu retten sollte eigentlich recht fix gehen. Wie gewohnt eigentlich. Lauf um dein Leben. Das mache ich doch mit Vorliebe gern.
quasi ein Musiklevel ohne Musik. Funktioniert im Moment auch, naja, jetzt nicht mehr perfekt. Aber man kann nicht viel falsch machen. Okay. Ups, das war auch nicht schlimm. Ich habe zu früh A gedrückt zum Schweben quasi. Ich kann noch nicht gucken, ob irgendwo was ist. Hier wird bestimmt nur Reaktionen getestet. Oh man. Ja, das Leben ist scheinbar wirklich in Gefahr. What the? Fällt mir aber richtig gut. Dass wir immer so Barbaren-Tanten retten. Nicht mal jemand anderes. Das geht mir höchstens auf den Rittersportkeks. Nein! Ja, ich. Wie die Flammen einen so wegschleudern. So, lauf, du Depp! So, das kann man jetzt auch nicht ändern. Mein Sprung, yes! Schlecht gemacht, die Passage. Heps, heps. Und der letzte im Bunde. Ja, das ging noch zackig. Okay. Na also, schön. Gefällt mir. Pass auf, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Lose, die Rubbellose, weil davon haben wir jetzt wieder viel zu viele. An für sich. Und deswegen. Juhu! Aber die sieht wenigstens ein bisschen normaler aus, oder? Die Prinzessin aus. Feiert das ganze Jahr durch, aber als ihr Welt angriffen, war sie die erste, die sich dem Feind entgegengestellt hat. 15 Rubbellose. Gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Ein Kuscheltier. Ja, da habt ihr mir auch geschrieben, völlig richtig, wurde auch gesagt, oder? Dass ich da jeden Tag nachgucken sollte. Aber jeder Tag heißt ja nicht jeder Part, versteht ihr? Was also so viel bedeutet, wie ich nehme ja immer einige Parts am Stück an einem Tag auf, in der Regel. Aber heute müssen wir definitiv schauen, was alle meine Kuscheltiere in Anführungsstriche so für uns bereithalten. 1000 Lumps, immer wieder gern gesehen. Und das sieht doch aus wie ein Origins-Level. Ja, da freue ich mich drauf, das wird interessant. Ich muss zugeben, Rayman Origins habe ich gesehen, es hat mir gefallen, aber ich habe es nicht gezockt selbst, nein. Bin ich ganz ehrlich, ich wollte es Let's Playen. Hat gerade nicht hingepasst und dann wurde auch schon Rayman Legends angekündigt. Und nicht zuletzt, weil hier ja auch Origins Level, die besten Origins Level dabei sind, angeblich. Lässt sich das ganz gut verbinden. Aber wie gesagt, Rayman 2 und 3 werde ich mir anschauen. Weil die, ja, ob die vielleicht so ein bisschen, die stammen ja aus der Zeit von Mario 64, Banjo-Kazooie und so weiter und so fort. Ob die vielleicht, ja, aber könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob Rayman 2 und 3 sind ja auch eher so, geh durchs Level durch und nicht finde 10 Puzzleteile, oder? Oder? Ich weiß nicht. Tell me. 4 Stück haben wir noch, dann schauen wir uns da hinten um. Bam, bam. Ein Kleinling. Man kann ja nur eine begrenzte Anzahl an Rubbellosen haben, so viele vierblättrige Kleeblätter, wie man in den Leveln halt freischalten kann. Oder? Eigentlich schon. Es muss also genau vorgegeben sein, was für Rubbellose es gibt. Und ehrlich gesagt finde ich es inzwischen Käse. Könnt ihr in die Kommis schreiben, ob ich in Zukunft Rubbellose offscreen rubbeln soll, weil es kommt nichts bei rum. Kuscheltiere, Lums, Kleinlinge oder Origins Level. Die Spannung hält sich bei mir in Grenzen. Ja. Gehen wir zur Hauptgalerie. Und Kung Fu, ja, schauen wir uns definitiv alles noch an, ja. So.
Die neuen Kuscheltiere. Du bist ja wundertoll süß. Süß reißbar. Das ist ein Roboter. Ja, du hast drei Augen. Ach, einen Toast kriege ich keinen. Ich habe mich jetzt extra mich auf einen Toast gefreut. Und hier gibt's so ein Schweinchen darstellen. Sieht aus wie das Pokémon Spoink. So, nehme ich das alles so gerade mal mit. Juhu. Macht jetzt den Bock auch nicht so fett, ne? Aber danke dafür. Die Schweine, die Toasts, die Geister sind das. Die Ballons, die Robos, die Frösche. So, und damit wir das abrunden heute, wählen wir einen neuen Held aus. Ja, ja, ja. Mal sehen, was wir so alles freigespielt haben. Den da, den da. Okay. Roter Klobox. Klobox ursprüngliche Farbe, doch wegen eines Missgeschicks mit Obst und Bienen wurde er blau. What the F? Und hier haben wir den Klobklempner. Dieser Held erkundet die Lichtung der Träume auf der Suche nach grünen Röhren, von denen er glaubt, dass in ihnen versteckte Räume voller Münzen führen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Was bist du für einer? Raybox. So eine Mischung. Rayman wollte einst seinem Freund einen Streich spielen und bat Voodoo-Mama, ihn in Klobox zu verwandeln. Leider hat er vergessen zu fragen, wie man den Zauber wieder rückgängig macht. Und wir spielen jetzt mal mit Luigi. Irgendwie hat er zugenommen. Ja, doch, ich habe mir gedacht, wir zocken ja jetzt erstmal ein paar Runden mit Klobox Luigi. Und zwar, da haben wir jetzt, ersten beiden Welten haben wir alles. Und die dritte Welt kann weitergehen im nächsten Part. Freunde, wenn es gefallen hat, dieser wunderbare Level und was wir sonst noch so dazu geholt haben, dann Daumen hoch und als nächstes Tour de Lasur. Klingt ja vielversprechend. Ah, wieder mit Hühnchen. Und freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.